Herr Schulz. Thank you, President. Wir haben heute vielleicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum letzten Mal eine Chance, Einfluss auf die Verhandlungen zu nehmen und das Ergebnis. Ich begrüße ausdrücklich die klaren Worte, die ihr gemeinsam zu Sozialschutz, zu Umweltschutz, Bürgerrechten und auch der Situation auf der irischen Insel finden konnten. Und ich will ganz klar sagen, auch an die Adresse des Verhandlungsführers und danke für Ihre Arbeit, ein Absenken der Level Playing Fields, also der gleichen Wettbewerbsbedingungen und Standards, wird es mit der Linken nicht geben. Das betrifft auch die Fragen des Handels. Zugleich glaube ich aber auch, Dank auch an die Berichterstatter für ihre Arbeit, an uns selbst die Frage zu richten, warum wir nicht gemeinsam aus Corona-Krise und Klimakrise lernen und ein neues Denken in die gesamten Verhandlungen mit eingebracht haben. Der Abschnitt zu den Handelsbeziehungen schützt die Gesundheitsdienstleistungen eben nicht vor den Kräften des Marktes, sondern folgt herkömmlichen neoliberalen Pfaden. Die Vorschläge zur Kooperation gehen nicht Abrüstung und Armutsbekämpfung Priorität und die konkreten Bedürfnisse der Menschen, die Bürgerinnenrechte, sind nach wie vor ungelöst. Das heißt, das ist schwierig für uns, sozusagen ohne Bedingungen diesem Ergebnis zuzustimmen. Und deshalb glaube ich und hoffe ich, dass den Änderungsanträgen unserer Fraktion morgen noch Zustimmung gewährt wird. Danke. Thank you for one minute. Danke sehr. Eine Minute, Frau Ponsati-Obiols. Wanted to remain in Scotland. Wollte